Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Karrieremodus. Heute geht es gegen die Eintracht, gegen Frankfurt, die auf Platz 7 sind, eigentlich gar nicht so schlecht dastehen. Nach der letzten ein bisschen verärgerlichen Folge habe ich gesagt, ich muss es jetzt einfach alles hinnehmen, wie es ab und zu mal so ist. Einfach immer ruhig bleiben, es tut mir auch fürchterlich leid. Aber ich hoffe, das wird heute ein wenig besser. Was gibt's zu sagen? Eigentlich eher wenig. Nein! Erste Chance wieder. Schon kurz nach Anpfiff. 2 Minuten sind gespielt gewesen. Nur noch gut 12 Spiele sind zu spielen. Oder 10, ich weiß nicht genau, wie viele es noch sind. Also wir nähern uns langsam dem Ende. Und wir sind da eines der Teams mit den meist kassierten Gegentoren. Also da müssen wir sicherlich in der Verteidigung nächstes Jahr was machen. Das heißt, in der Transferphase wird sehr viel eingekauft, was die Verteidigung betrifft. Aber auch im Sturm habe ich schon relativ viele Spieler gesehen, die mich interessieren. Aber sprich, also die Frage ist halt nur, ja, die Preise der Spieler sind wahrscheinlich auch nicht gerade billig und so. Es war abseits, deshalb habe ich da nicht mehr, bin ich da nicht mehr rangegangen. Ich habe da das Fähnchen vom Assistenten schon gesehen. Ah, Katschunga kommt da nicht an die Pille. Hasebe. Aber das Ziel ist eben, aber also warum ich mich eigentlich immer so verärgere, ist halt ganz einfach. Der Grund, ich will ja gut, also gut sein, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil ich ja ein bisschen Geld haben will, weil der Liga-Vorstand ja mir durch die gute Leistung Geld gibt. Deshalb bin ich ab und zu mal verärgert, wenn ich dann sehe, wenn da wieder andere Teams näher kommen an den Zweikampf von mir und Bayern oder so. Das nervt mich halt, oder wenn ich in direkten Konkurrenzkampf Punkte liegen lasse. Das ist halt ärgerlich. Also das würde wahrscheinlich auch ein richtiger Trainer aufregen oder so. Das ist halt ganz normal. Das gehört ab und zu mal dazu. Ich meine, ich bin ja einer, der sich, ja okay, einer, der sich ab und zu mal schon aufregt. Auch bei Grid war das ab und zu mal so. Aber da waren es halt einfach die Spieler, die absichtlich rammeln und egal. Also das lassen wir jetzt eh hinter uns. Und jetzt erstmal viel Platz und immer mal ein bisschen das Positive sehen hier. Boah! Guter Versuch. Ja, und Bertels kann die Pille natürlich nicht ins Aus lassen. Nee, muss da noch schauen, dass der Gegner den Einwurf bekommt. So. Jetzt geht's aber erstmal weiter hier. Inui auf Flum. Nach oben. Inui. Okzipa. Schön geklärt. Rupp spielt heute auch wieder mal. Ich habe dem den Einsatz jetzt einfach mal gegönnt. Und es gibt die erste Ecke in diesem Spiel. Oder nicht? Nee, es gibt Abstoß, was für mich völlig nicht gerechtfertigt ist. Und Trapp macht das da kurz. Katschunga, guter Einsatz. Bamba Anderson auf Flum, Kittel, ja, hat da ein bisschen Platz. Boah, da geht's aber mit Einsatz, Kittel, da ist er durch, Flanke, Bertels ist da und bereinigt diese Situation in der 27. Minute. Und da ist Katschunga durch. Komm schon, enttäusch mich nicht, Katschunga. Ja, scheiße. Ach Gott, oh Gott. Also das muss definitiv besser werden. Und das richtige Rezept zur Abwehr habe ich immer noch nicht so richtig gefunden. Also, egal. Jetzt wieder mal konzentrieren hier. Oh Gott, oh Gott. Könnte einfach, ich muss ruhig bleiben, ich muss jetzt konzentrieren und einfach hier
auf sehr offensiv gehen. Ich habe einfach auch irgendwie das Gefühl, Glück gehört bei diesem Spiel sowas nicht zu meinen Stärken oder zu dem, was auch wirklich passiert. Also weil jetzt wieder dieser Pfosten, also das kann ja nicht sein, oder? Mann. Unten Meha schön versucht. Aber auch hier, warum bleibt der Meha jetzt da stehen? Da vorne, also jetzt ist er zurückgekommen, aber nur weil ich ihn da ein bisschen dazu zwingen musste. Bjarnason, schön. Nein, solcher Ball gibt, existiert bei uns nicht. Meine Spieler sind eh zu blöd, um das zu antizipieren. Francic. Ich kratze es an der Nase, ey. So. Wieder unpräzise und Inui ist da durch. Ja, komm. Das wird wohl nix heute. Allgemein die Aufnahmesession wird schon wieder für den Arsch sein. Schön. Schön, schön, schön. Also, ich muss jetzt ohne Witz einfach mal zugeben, der gute Saklik, der fehlt mir ja schon ein bisschen. Ich hätte jetzt schon lange für Kutschke den guten Saklik gebracht. Weil das wäre jetzt so der perfekte Joker. In Bezug auf das Tore schießen natürlich. Rupp. Schön. Bakalorz ist auch wirklich so ein Pfosten wieder mal. 1:0 hinten und das geht wirklich, ach Gott, oh Gott. Gladbach unentschieden. Wolfsburg vorne, Bayern vorne. Die werden uns so alle Punkte wegnehmen und das ist ja dann nicht das, was ich will. So, Lazaro kann ja auch übrigens ZOM spielen, deshalb tue ich ihn jetzt einfach mal in diese ZOM-Position reinstecken. Man muss wirklich sagen, irgendwie hat sich FIFA verändert seit dem Start. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist irgendwie nicht das gleiche Spiel. Es ist alles so anders. Es geht nichts mehr an mich. Meine, für die, die sich noch erinnern können, vor 5 oder 6, 7, 8 Parts ging jeder Zweikampf an mich. Ja, egal. Ich will jetzt nicht darauf ansprechen. Wir müssen es jetzt einfach mal ein bisschen so hinnehmen. Aber das ist wirklich halt so. Man fragt sich dann, ey, wieso? Wieso lässt man da so viel durch plötzlich? Lazaro läuft da schön. Ah, schön Versuch. Aber das ist doch ein klares Foul. Also das war jetzt wirklich ohne Witz. Also ganz ehrlich, das könnt ihr mir jetzt echt nicht angeben, dass das kein Foul war. So, Meha. Lazaro! Trappelt. Aber das war jetzt mal ein guter Spielzug. Meha. Ah. Und da ist wieder die Chance. Aber der Ball abgefälscht von der Abwehr. Erneut eine Ecke für Meha. Lazaro. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Kopfballtor. Diese Chance in der 58. Minute. Trapp hält aber. Ja, Trapp hat auch wenig, dem hat man wenig auszusetzen, macht einen guten Job. Nein! Ich hab den schon drin gesehen.
Kutschke! Meine Fresse! So, jetzt läuft's ein bisschen besser. Ja, und jetzt drücken wir auch richtig auf die Pelle und man muss da schon auf die Seiten ausklären. So, jetzt komm, mach vorwärts. Man wechselt. So, das gibt einen Freistoß, den ich jetzt... Nee, der wird nicht reingehen, den werde ich... Nee, warte mal, ich habe da... Zweiter Spieler rufen, LT. So, komm her. Zack. Boah, Trapp, ey. Also der hält ja schon wirklich alles, was es gibt. Ball kommt erneut in die Mitte. Bertels. Hoch zu Lazaro. Lazaro! Valentino Lazaro! 68. Minute. 1:1. Der junge Österreicher. Valentino Lazaro. Mit dem Ausgleich. Hier schön gedreht. Zack, geschossen und Trapp chancenlos. Zweites Bundesliga-Tor für den jungen Österreicher. Eieiei, war das schön gespielt. Was hat die Eintracht jetzt noch entgegenzusetzen? Oh, oh, oh. Auch das wieder schlecht gemacht. Gut von der Eintracht, aber Bertels, guter Einsatz. Das will ich sehen. Unten, Politano, kommt da nicht durch, spielt zurück auf Kachunga. Ah, der findet da keinen Weg, Lazaro. Runter, hat nicht funktioniert. Aber gut, Lanik auf Valdes. Lanik, der hat doch mal bei Köln auch gespielt, wenn ich mich da nicht täusche. Kittel, boah, schön auf Lanik. Martin Lanik heißt er doch. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, unten müsste, hätte jetzt der Politano laufen müssen. Schön. Auf Meha. Solche Bälle will ich sehen. Aber nicht solche. Nicht solche, meine Freunde. Aber jetzt so schnell wie möglich wieder zurück. Bertels muss da zurück zu seiner LV-Position, um da die Position nicht offen zu lassen, also halt einfach den Platz nicht freizugeben. So, man macht jetzt wieder Druck mehr bei der Eintracht. Was war denn das jetzt? Ja, Mensch! Gottchen. Komm, 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 komm. Schnell auf Lazaro. Das wäre jetzt geil, wenn der einen Doppelpappen machen würde. Boah, schöner Versuch von Lazaro. Ball aber geklärt. Komm, ran. Ran an die Pille da. Kommt schon, Leute. Enttäuscht mich doch nicht. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Komm, 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 komm. Schön. Schön durchgetribbelt da. Schön. Nein! Nein! Moch! Da hätte ich doch noch ein bisschen warten müssen. Schön. Den hast du. So. Letzte Minuten laufen. Meha kann da oben noch einmal bisschen nach vorne. Lazaro. Gottchen! Ist das eine Anspannung und eben. Dann werfen sie sich da noch selbst auf den Rand. 5 Minuten gibt's oben drauf. Komm, Bertels, den hast du noch! Nee. Komm, vorwärts machen, da nicht noch zögern. Schön. Kutschke, legt runter auf Kachunga. Tor! Das gibt's doch nicht!
Das ist unglaublich! 90. Minute, Elias Kachunga. Und Paderborn ist wieder back in Form. Das geht's doch nicht. Boah, war das jetzt der letzte Last-Second-Tor von Kachunga. Und Lazaro. Da gibt's doch nochmal ein Tor. 3-1! Boah, das muss man sich erstmal geben. 3-1. Pff. Ja, und jetzt plötzlich läuft's so gut. Meine Güte. Pff. Trapp schaut da nur blöd in die Kamera wahrscheinlich. Wir haben unheimlich schwach angefangen, aber danach unheimlich stark aufgehört. So will ich mich sehen und so will ich auch Paderborn sehen. Das heißt, wir sind jetzt auf Platz 2 und Leverkusen und Wolfsburg haben anscheinend nicht so gut gepunktet, also eher weniger gut. Quali, ich brauche mehr Einsatzzeit. Boah, ich muss da jetzt mal schnell niesen. Jetzt bin ich wieder hier. Wo? Hab ich noch an mein Mikrofon geschlagen? Mann, Mikro! So, jetzt ist das Mikro wieder da, wo es ist. Oder wo es sein sollte. Quali will spielen. Also, die RLM-Position ist relativ gut besetzt halt. Boah. So, das nächste Spiel gegen Hoffenheim, den TSG. Wenn euch diese Folge natürlich gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen, würde mich darüber sehr, sehr, sehr freuen. Ihr dürft mich weiterempfehlen, das würde mir auch sehr helfen. Denn dann schaut noch in die Videobeschreibung. Da findet ihr Infos zu Origin, Steam, Skype und Instagram. Und dann war es für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt gegen den TSG Hoffenheim. Auf Wiedersehen.